Okay, alle ruhig bleiben. Und vom Fenster fernhalten. Ruhig bleiben? Ganz genau. Was? Wollen Sie einen, hab ich doch gesagt? Weiß ja nicht, wie es mit Ihnen ist, aber ich bin hergekommen, um zu telefonieren. Hier spricht William Yoda. Kennung 4122. Verbinden Sie mich mit Haskell. Ja, Sir. Ja, Sir, die amerikanische Botschaft. Ich berichte. Große Verluste auf der Insel. Team Alpha im Kampf getötet, bis auf mich. Team Bravo im Kampf getötet. Zwei Helikopter zerstört. Zwei Zivilverluste. Ich habe Zugang zu einem seetüchtigen Boot und evakuiere die letzten Überlebenden. Ja, Sir. Das Militär kann einschreiten. 90 Minuten. Verstanden, Sir. Was ist hier los? Wen haben Sie angerufen? Das ist weit genug weg. Was? Sie kommen nicht mit. Sie erleiden einen tragischen Unfall, Jerry. Nima, wir haben alles, was wir brauchen. Wir bringen das allein zu Ende. Was? Nein. Was soll Nein bitte heißen? Wir hatten einen Deal schon vergessen. Unser Deal sah nicht vor, Jerry und Jess zu töten. Was ist los? Es tut mir leid, Jerry. Ich wurde hierher geschickt, um die Dinosaurier-Embryos von Ingen zurückzuholen. Ich verstehe das nicht. Sie sind eine Industriespionin? Ja. Verdammt, Nima. Ich habe Ihnen vertraut. Es ist nicht so, wie es aussieht. Yoder hat die Dose genommen. Er will sie für sich. Ich versuche Ihnen und Jess zu helfen. Was für eine Dose? Eine Dose Rasiersaum. In ihr sollen die Embryos von der Insel gesmuggelt werden. Verdammt, Nima. Sie versauen es. Nein, Sie tun es. Oscar hat Ihnen vertraut. Vielleicht war er ein Teufel, aber jeder konnte seine Sünden auf seinem Arm sehen. Sie sind nichts weiter als eine Maske. Nein, das können Sie nicht tun! Sind wir Ihnen so egal? Und was ist mit Oscar und Dike? Das reicht. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich gebe Ihnen einen kleinen Vorsprung. Billy, warten Sie! Sobald ich den Bügel loslasse, gibt's kein Zurück mehr. Tun Sie das nicht! Schnell weg! Mann, verdammt! Komm, steh auf! Jerry, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ich sterbe in Jurassic Park The Game. Oh, scheiße. Sind wir alle tot? Mann, musst du da schnell reagieren. Ja, willkommen zurück. Es geht weiter. Jerry bewusstlos am Boden, aber die Kleine regelt. Wer hat die Dose? Nima? Oder doch Jazz? Wir leben noch. Ethik Teil 2 abgeschlossen. Wegen einem Fehler keinen goldenen Rang. Tja, 90 Minuten. Wird die ganze Insel hier bombardiert. Nur so als kleine Info. Pläne, ist Ideen... Ist jemand verletzt? Sind wir alle in Ordnung? Sie meinen abgesehen davon, dass dieser Desgraciado uns hier eingesperrt hat? Wir sind so gut wie tot. Sagen Sie das nicht. Jemand muss nach uns suchen. Wer, Jerry? Yoder hat uns hier zurückgelassen. Er wird mit dem Boot wegfahren und niemandem von uns erzählen. Vielleicht lässt er das Boot da. Er hat den Behälter. Er weiß, wo das Boot ist. Den Behälter hat er nicht.
Was? Tut mir leid, ich wollte ja nicht mehr stehlen, aber... Okay, diesmal verzeih ich dir noch. Jerry, Sensi! Na toll, einfach toll. Warum überflutet es? Durch den Schaden an der Tür verlieren wir Luftdruck. Der ganze Raum wird sich bis ins Letzte mit Wasser füllen. Verdammt, selbst wenn wir die Tür gegen den Druck öffnen könnten. Die Rotunde ist überflutet. Es gibt keinen Ausweg. Warten Sie, ich erinnere mich. Vielleicht kommen wir raus, wenn wir schwimmen. Schwimmen? Schwimmen? Wir schaffen keine 5 Meter, wenn der Mosasaurier hier rumschwimmt. Vielleicht. Das Rohr dort führt aus dieser Lagune raus. Am anderen Ende sind Höhlen, die mit weiteren Höhlen verbunden sind, die zum Strand führen. Wir benutzen das Rohr als Deckung. Und Sie glauben, wir können die Luft so lange anhalten? Dad, sieh nur. Da unten sind Tauchausrüstungen. Nein. Wir haben doch gar keine Ahnung vom Tauchen. Ich schon. Was? Wir müssen den Mosasaurier ablenken. Überlegen Sie sich was, dann treffen wir uns unten. Tauchen? Tauchen? Ich schon, Dad. Damals auf der Straße habe ich tauchen gelernt. Pietro-Style. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ich habe absolut keine Ahnung vom Tauchen. Dad, lass das Mischventil in Ruhe. Die sind alle voreingestellt. Seit wann weißt du so viel übers Tauchen? Weißt du noch, dass du mir Tauchstunden verboten hast? Hat deine Mutter das Verbot etwa aufgehoben? Naja, Steve hat mir heimlich Stunden bezahlt. Namens neuer Freund? Ja, aber wenn's dich tröstet, ich hatte Hausarrest und er schlief eine Woche auf der Couch. Illegale Tauchstunden. So, so, junge Dame. Ja, wähl doch mal hier was aus. Wie geht's dir, Jess? Ganz okay. Mir würd's besser gehen, wenn wir nicht am Boden dieser Lagune gefangen wären. Mach dir keine Sorgen. Wir kommen hier schon raus. Sind Sie sicher mit den Meereshöhlen? Ich bin als Kind oft in dieser Lagune geschwommen. Mit den Luftflaschen ist das kein Problem. Berühmte letzte Worte. Wie bitte? Nichts. Wird schon, Meister, wird schon. Keine Panik. Ich bin sofort wieder da. Fütterungsprogramm. Vielleicht gut für die Ablenkung. Brutstätte B. Becken 4 steht offenbar heute für die Fütterung auf dem Plan. Ja, dann füttern wir ihn, oder? Sieht aus, als würden sie Futterbecken in die Lagune entleeren, um den Mosasaurier zu füttern. Für jeden Tag muss ein Becken vorgesehen und gefüllt sein. Also haben wir nicht endlos viele Versuche. Das wird ihn erstmal beschäftigen. Okay. Damit hätten wir also die Ablenkung. Nom. Na, lecker, Bruder, oder? Sehr, sehr lecker. Okay, Schatz, was sollen wir tun? Dad, ich hab's mir anders überlegt. So ein Atemgerät habe ich noch nie benutzt. Ich kann das nicht. Hey, du schaffst das Nein. schon. Nein, was, wenn irgendwas schief geht? Ich will das nicht. Ich will nicht, dass sich noch jemand verletzt. Ich hab dich lieb. Jess, ich sage dir nicht oft genug, dass ich dich liebe. Ich bin nur so überfürsorglich, weil Sarah sich von mir abgewandt hat und ich nicht will, dass mir mit dir dasselbe passiert. Wichtig ist nur, dass wir das hier überstehen. Alles andere können wir später klären. Im Vergleich hierzu sind das Kleinigkeiten. Ich will nur, dass du bleibst. Ich ertrag's nicht mehr, dass du dauernd weggehst. Ich weiß, Schatz. Aber jetzt bin ich hier und lass dich nicht allein. Ich bin die ganze Zeit über bei dir. Was ist das Taucherzeichen für okay? Dasselbe wie überall anders auch. Na gut, ich verspreche dir, das Zeichen immer zu machen, wenn du zu mir schaust, okay? Ich hab Angst. So viel Angst wie damals, als du zufällig in Onkel Wallace' Zimmer gelaufen bist, als er seine Nase gewaschen hat? Das war so eklig. Ich wusste ja nicht, dass das eine Prothese ist. Ii. Okay, Schatz, bist du bereit? Ja, legen wir los. Michael also, Jackson wie Wallace? Diese Dinge? Also, das sind Atemgeräte mit geschlossenem Kreislauf. Sie sehen maßangefertigt aus. Ja dann, Flasche. Die Flasche ist klein, etwa 15 Minuten Luft. Reicht das auch? Aber die Luft, die du ausatmest, wird aufbereitet. So hält es circa 45 Minuten. Bleib ruhig, sonst verbrauchst du mehr Luft und beschädigst vielleicht sogar die CO2-Filter. Klingt nicht gut. Kohlendioxidvergiftungen sind übel. Sie weiß das, denn auf der Schule macht man absichtlich Kohlendioxidvergiftung, um heil zu werden. Das ist der Atemregler. Der ist in die Maske eingebaut und hilft dir beim Atmen. Kämpf nicht dagegen an und halt nie die Luft an. Nie die Luft anhalten, okay.
Das ist alles. Der Anzug funktioniert quasi automatisch. Er gibt dir Auftrieb und kontrolliert den Sauerstoff. Oh, und versuch unauffällig zu schwimmen. Unauffällig schwimmen? Keine Verrenkungen. Sowas lockt Haie an. Und Mosasaurier? Die was zur Hölle? Dreh dich um. Wie so ein kleines Kind. Haie? Und Mosasauriers? Oh Gott. Eine Harpune, nimm die mit. Hightech. Senorita Slange. Wir sind tot, super mega tot, denn wir schwimmen ins Maul vom Mosasaurus. Putz, patz, putz, patz, putz, patz, putz, patz. Okay, ich habe keine Lust mehr. Gott sei Dank. Noch ein Putz, noch ein Batz und ich werde durchgedreht. RIP. Ich habe heute Morgen noch eine Doku gesehen über den Mosasaurus. Der war voll cool. Und der hat keine Eier gelegt, sondern Babys. Also nicht wie die anderen Dinos, hat er sich nicht aus einem Ei entwickelt, sondern kam als kleines Mosasaurus-Baby auf die Welt. Hey, hey, ganz easy, ganz easy. Ich drück da mal rein. Ist das ein Nima? Oh oh, oh oh. Mit Feingefühl, Jerry. Oh Gott, das macht Lärm und ihr hört das. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Oh nein, Kind, nein. Nein, Kind, nein. No, Kind, no. Okay, das ist Nima. Und die andere war Jess. Aber hatte Jess nicht einen gelben Tauchanzug an? Schwarze Augen. Ein Dämon. Nein! Bin ich tot? Alter, das hat mich gekillt. Mit so einer Wucht gegen mich geschwommen. Na, alles klar, er kommt. Hier, jetzt, endlich. Komm schon. Tak, 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 tak. Oh, jetzt bin ich aber hier drin eingesperrt, oder? Oh, no. Obwohl, vielleicht ganz gut. Ah, jetzt hat sie wieder was Gelbes an. Das wirkte von hinten so grünlich. Eventuell durch das Licht. Alright, alright. Alter, der Mosasaurus ist so ein Biest. Was für ein Predator. Meerespredator. Alter, leck mich. Das Spiel ist so geil. Ich finde das Spiel ultra gut. Ich feiere das Spiel mega. Ich verstehe gar nicht, warum das so schlechte Bewertungen hat. Das ist voll gut. Das ist richtig gut, das Spiel. Ist so richtig gut. Es ist halt von 2011. Mein Gott, und die Dialoge sind irgendwie trashig, aber auch liebevoll trashig. Ab und zu sind die Dialoge echt schön. Let's go. Let's go. Vorsicht, Schwanzflosse.
Der hat doch wirklich Bock auf uns, ne? Der hat wirklich Bock auf uns. Jerry! Yes! Du bist der Mann, Jerry. Du bist der Mann. Geil. Einfach nur geil, die Episode. Und wir sind raus. Und noch am Leben. Aber wie lange haben wir jetzt noch Zeit, um zu fliehen? Zu entkommen? Und wo ist Billy fucking Yoda? Evil Billy. Komplett trocken da, und angezogen. Beim Leuchtturm. Ja, das muss es sein. Moment, heißt das, die haben ihre Klamotten unter den Tauchanzügen gehabt? Okay. Moment, es scheint niemand an Bord zu sein. Vielleicht hat der Saurier alle gefressen. Vielleicht hat Billy alle gefressen. What the fuck, Billy Yoda? Sieh an. Das Glück ist mit den Tapferen. Hey, Dad! Und ich dachte, ich sei auf alles vorbereitet. Hab aber nicht mit unserer kleinen Diebin hier gerechnet. Nicht schlecht, Jess. Nicht schlecht. Und ich war mir sicher, dass ich mein Ticket von dieser Insel auf dem Meeresboden beerdigt hatte. Aber siehe da. Ihr schlüpfrigen Scheißkerle habt überlebt. Halt. Seid ihr da unten rausgeschwommen? Sie Mistkerl. Was werden ihre Bosse denken, wenn sie erfahren, dass sie uns ermorden wollten? Aber davon werden sie nichts erfahren. So oder so werdet ihr ihnen davon nichts erzählen. Ich weiß einfach nicht, wie wir an diesen Punkt gelangt sind, Nima. Du warst die Letzte, von der ich dachte, ich könnte ihr noch vertrauen. Du hast es ja zunächst nicht eingesehen, aber wir hatten dann doch einen für beide Seiten vorteilhaften Deal. Aber jetzt habe ich nicht mal mehr den. Alles, was mir bleibt, ist dieser verdammte Behälter. Her damit, Fräulein. Kann ich mich nicht irgendwie wehren? Oh, Alter. Hat fast wehgetan. What the fuck is going on? So muss das nicht laufen. Wir werden uns küssen und versöhnen und dann den Gewinn teilen. So wie geplant. Keine Versöhnung. Das hätte ich schon viel früher tun sollen. Genug geredet, Mr. Yoda. Ich bereue, dass ich sie nicht sofort durchsaut habe. Ich hätte uns allen eine Menge Ärger erspart und ihnen sofort in den Arsch getreten. In den Arsch. Hoho. Oh, gar nicht mal so übel. Komm schon, Nima. Du bist doch ein Söldner, genau wie ich. Du musst auch deine Rechnungen bezahlen. Sind die beiden das wirklich wert? Ich kann Capoeira. Es geht nicht mehr ums Geld. Ich werde nicht zulassen, dass sie diese Leute verlassen. Genug geredet. Kommen Sie nur her. Na dann, Endgegner Billy Mother Effing Yoda. Okay, ha. Die Spielzeit ist vorbei. Ich brauche kein Messer. Ich habe meine Handkanten. Die reichen mir. Oh no! Einmal zu früh gedrückt. Yes. Leider steht der Zaun nicht mehr unter Strom. Oder vielleicht doch? Nein. Leider nein. Wird Billy Yoda am Ende von dem T-Rex gefressen? Oh, er steht noch unter Strom. Und sie hat auch eine gewischt bekommen. War keine gute Idee. Jazz, nimm die Dose, Jazz. Die Dose. Komm schon. Komm schon. Ich bin der König der Button-Smasherei. Smash it hard. Yes, baby. Stehe ich wieder auf den Beinen. Was zur Hölle war das für ein Schrei? Na also, ist das kleine Ding, um das wir kämpfen? Wie war das? Alter, ich krieg das nicht rein. Warum plötzlich so großzügig? Ich krieg das nicht rein. Willst du die Heldin spielen? Jess,
Oh, T-Rex kommt wirklich. Spürst du das? Oh mein Gott! Schluss damit! Du suchst dir neue Freunde! Yoda! Und Nima, ich mag es nicht. Holy fucking shit. Die Mama ist da. Wie sie dastehen. Schaufensterpuppen. Ins Wasser, Junge, ins Wasser! Oh mein Gott! Alter! Der gierige Billy! Oh mein Gott, der wurde komplett gegessen! Da! Die Brücke! Immer weiter! Hey, hier drüben! Na komm schon! Hol mich da! Los! Lauf zum Boot! What the fuck? Jerry, no! Nein! Barbasol! Alter, wir hätten die Dose retten können. Echt jetzt? Das war's. Hey, mit dem kleinen Knüppel. Ach, Jerry. Hey, hierher. Jerry, komm schon. Der Mann ist echt süß, oder? Wow, wow, wow. Wow. Renn doch. Alles klar, ich bin raus, oder? Ich bin offiziell raus. Jerry! Oh shit! Oh shit! No, 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 Jerry, Jerry, Jerry! Verdammt, noch eins! Alter! Alter! Alter, nein! Hätte ich drücken müssen? Gedrückt halten müssen? Ah, gedrückt halten. Fucking gedrückt halten. Alter, Mama T-Rex ist so eine räudige. Starte das Boot! Starte das Boot! Alter, please, no! Komm schon! Please, no! Starte! Komm schon, alter Mann! Denk an deine neuen Kinder! T-Rexe wollen irgendwie voll gerne Menschen essen. Allgemein, Dinos stehen auf Menschen.
Wo ist Nima? Haben wir die verloren? Ah, okay. Wir haben es geschafft. Glauben Sie mir, die Welt ist ohne diese Dose besser dran. Leute? Nicht ich, Jerry. Nicht meine Tochter. Leute? Nima, ich habe etwas versprochen. Ich werde mir was einfallen lassen. Kommen Sie mit uns nach Dallas. Wir werden einen Weg finden, Sie und Mariketa nach Savannah zu bringen. Wie viel, sagten Sie, sind diese Embryos wert? What? Ende? Oh, Ende. Schade. Mann, bitte macht noch eins. Macht noch ein Jurassic World Telltale-Spiel. Das war voll gut. Also, ich kann nicht verstehen, warum das Spiel so gebasht wird. Klar, natürlich ist es kein super krasses AAA-Game. Aber so von der Grafik her, ich fand es jetzt auch selbst heute noch nicht wirklich hässlich. Die Dinos sahen alle ziemlich geil aus. Animationen waren natürlich nicht so gut. Aber irgendwie war es auch wiederum witzig. Die Stimmen waren toll. Es war irgendwie eine coole Story, also die hat gefesselt. Oscar war der Hammer, der beste Charakter aller Zeiten. Und allgemein, es war eigentlich ein geiles Spiel. Also es hat echt Spaß gemacht. Ich habe mir das auf Steam gekauft. Damals für 20er oder sowas. Oder höchstens 30. Und dafür finde ich es auf jeden Fall fair. Also das ist schon in Ordnung. Wie lange ging das jetzt? Nicht so lange, ne? 5 Stunden, 6 Stunden? Sowas die Richtung? Aber ist eigentlich auch in Ordnung. Also ich finde es okay. Ich finde 20 bis 30 Euro für so ein Spiel ganz in Ordnung. Was ein bisschen schade ist, dass es nicht so wirklich große Entscheidungsmöglichkeiten gab. Hier und da haben sich die Dialoge ein bisschen verändert, aber sonst war es eigentlich eine durchgehende Linie. Tja, ich verabschiede mich von Jurassic Park The Game. Wir sehen uns wieder in Jurassic World und in ganz vielen anderen tollen Projekten, die dieses Jahr noch kommen. Seid also gespannt. Bleibt am Ball. Lasst noch eine Bewertung da, wenn ihr dieses Projekt gefeiert habt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!